Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zurück bei Airport CEO. Wir haben 6 ungelesene Nachrichten, alle unwichtig, außer Vertragsverhandlungen. Aber ich zeige euch erstmal, was ich mittlerweile alles gebaut habe. Ich glaube, am Ende der letzten Folge sah es noch so aus. Und, naja, ein bisschen hiervon. Ich habe jetzt schon mal hier ein wenig umgebaut. Also, wir haben jetzt 2 Zufahrten, also eine Zufahrt, eine Abfahrt, so rum. Ja, hier kommt man dann zum, ich sag mal, kleinen Flughafengelände. Und hier ist dann zumindest der Parkplatz für den großen Bereich. Der wird allerdings auch noch erweitert. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das sind alles Kurzzeitparkplätze, ne? Jawohl, 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 jawohl. Alles Kurzzeitparkplätze. Das würde ich 1:1 nochmal hier oben bauen. Das machen wir in der heutigen Folge. Und hier drüben Langzeitparkplätze. So ist der Plan. Ja, ob ich hier in der Mitte das lasse, das weiß ich noch nicht. Aber mal gucken. Und dann können wir nämlich auch eine Verbindung schaffen mit den Fußwegen, die uns zu dem kleinen Terminal bringen. Das kleine Terminal, naja, ob das so viel braucht, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Was ist denn da los? Wendemweg. Was? Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja richtiger Quatsch. So, was ist denn hier eigentlich das Problem? Kann nicht durch einen anderen Check-in-Schalter blockiert. Ja, das ist durchaus möglich, dass wir einfach zu wenig Check-in-Schalter haben. Check-in-Schalter. Weil, ja, die... Wer plant denn das auch? Die sind ja alle parallel. Oh, schlimm. Aber es gibt Self-Check-in-Schalter. Jetzt muss ich doch erstmal andere Sachen machen, als ich eigentlich vorhatte. So, personalmäßig sieht es gut aus. Okay. Ich wollte in die Forschung gehen. Enteisung, irgendwann später. Treibstofftanks. Ja, die kann man mal ruhig machen. Gepäckabfertigung, hochklassige Restaurants. Programmgruppe 3 können wir auf jeden Fall schon mal machen. Haben wir denn überhaupt 5 freier? Wir haben sogar 6. Aber wir hatten doch... Gibt es Self-Check-In-Shelter? Muss ich hier mal tatsächlich durchgehen? Ach komm, wir machen es uns einfach. Gehen einfach hier durch. Proaktive Instandsetzung, U-Bahn, Anlagen, Befeuerung. Automatisierung. Check-in-Automat. Gepäckaufgabe, ja. Wo finde ich denn den Check-in-Automat? Info ist mir egal. Info ist mir egal. Self-Check-in. Können nicht ohne Gepäckabgabe in der Nähe platziert werden. Nee, hör auf. Das ist ja blöd. Tja, dann wären wir hier oben nochmal. Zumindest. Ein paar Check-in-Schalter setzen. So. 3. Das muss dann jetzt aber auch wirklich reichen. So, Türchen drin. Hallo, Türen? Achso, ja. So, Tür. Ist der anders? Ja. Also, vom Untergrund her. Was ist denn das für ein Boden? What the fuck ist denn das für ein Boden? Ach, das hier, wa? So, dann nächste Check-ins. Hallo? Okay, ein Problem. Ist kein Problem für uns. Geht gleich in die Reparatur, also ins Hangar. So. Also jetzt müsste es doch immer noch nicht gehen. Ja gut, ich lasse das mal durchlaufen. Verdammt, wir hatten ja keinen Vertrag mehr. Turner. Quickstop. Villa. Zuhörer, was hat auf der gesamten Sanitätsraum Platz? Okay.
Nicht schön. Ja, komm, dann gibt es hier so einen kleinen Billa-Laden. Der hat noch und der scheint auch gut zu sein. Das ist auch ein Stern, ja. Ja, sollten sie schaffen. Was ist denn hier das Problem? Hausmeister ist mir egal. Haustechniker, ja, sollten wir vielleicht mal einen zweiten einstellen. Was verdient denn so ein Haustechniker? Der verdient bei mich aktuell, also der eine, 17,5. Hoch ausgebildet. Jo, Haustechniker, ja. 10,2. Ist nicht ganz so auf dem Stand wie Geo. Nee, Ghettoart Kelmendi. Aber passt. So, dann hochklassige Restaurants. Machen wir mal 3. Und die Treibstofftanks, die brauchen auch nur 2. Dann können wir wieder doppelt. Also können wir wieder parallel forschen. Gut, dann machen wir als nächstes. Unfassbar. Weitere Parkplätze. So, wir machen mal das Spiegelverkehrte dazu. Nämlich Langzeitparkplätze. Nein. Nein. Oh, jetzt habe ich alles gelöscht. Langzeitparkplätze. Streets. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh. 1, 2, 1, 2, 1 und 2. Fußwege. Das finde ich ein bisschen belastend, weil es geht leider nicht über die einzelnen Sachen hinweg. Man muss halt immer wieder neu ansetzen. Oh, diese Fummelarbeit. Alles für ein bisschen Archäopteryx. Also für die Optik, meine ich. Nee. Ich will nicht wissen. Achso, neue Mail, okay. Und fertig. Bitte bauen. Wie viel Bauarbeiter haben wir eigentlich? 50 immer noch? 75. Brickley. Achso, apropos. Wirtschaft. Ah, okay. Die Flüge sind's. Na gut, Goose Wings, wir kennen's. Nee, andersrum. So, in der Hoffnung, dass es akzeptieren. Yes. Und Havanna auch erst einmal. Komm, gib mal hier 2 Punkte oben drauf. Trotzdem abgelehnt, super. Ganz toll. Eni, 1,18. Wir können mal gucken, ob wir billigere Verträge finden. Ich glaube nicht, aber, ne? So, Bauarbeiter. Also wir zahlen 3,90 €. 50, 48, 4 Euro. Hochtief 360, hör mir auf. Ach, sollten wir erst alle Bauarbeiter entlassen? Was, wenn ich hochtief einstelle? Ach, Mist. Ja, gut, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir müssen eh Geld ansparen. Von daher entlassen Max. Brickley kündigen. Hochtief, deutsche Firma. Passt ja zu unserem Berliner Flughafen. Und wir stellen ein. Ich stelle mal 80 ein. Ist ja ein bisschen billiger jetzt. So. Ja, die müssen jetzt gleich ankommen. Bauarbeiter-Check. Kerosin. Annie. Also 1,18 und 0,28. 1,18, 0,28. Okay, also total 80 Cent, 23 Cent. Tut mir leid. Also viel billiger geht's ja fast gar nicht. Da sparen wir dann auch nochmal richtig Asche. So, was haben wir noch? Zulieferung für Bordverpflegung ist egal. Der Rest ist Fluggesellschaften, ne? Flug, Flug, Flug. Flug, Flug. Blub, blub. Achso, und das sind die Verträge für die 2 Geschäfte. Gut. Haben wir. Oh, ist sogar schon alles fertig. Langzeit, Langzeit.
Langzeit, Langzeit. Na, Langzeit. Langzeit. Dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal hier eine Verbindung. Also so einen kleinen Platz. Und hier bauen wir auch für 100.000 die U-Bahn. Muss sie hier sein, ne? Ja. Frag mich, ich meine, so groß muss das sein. Yes. U-Bahn. So, Heatmaps. Ja. Wir machen das folgendermaßen. Wow, hier will ich hin. Und zwar so. Reißen das ab. Und setzen da Fußwege dazwischen. Also, dazwischen. Ne? So. Dann haben wir eine Verbindung und da hinten kommt auch nochmal ein Zebrastreifen. Einmal quer rüber. So. Normalerweise hätte ich hier auch noch einmal Zebrastreifen, Fußweg dazwischen setzen müssen. Dann wäre es optisch einfach noch schöner. So, ein Notfall wurde erledigt. Das mit dem Wasserdruck scheint sich auch wieder erledigt zu haben. Sehr gut. Ja, was ich hier baue, keine Ahnung. Ach so, das hier ist übrigens nicht richtig. Ja, es lässt sich aber auch nichts zentraler bauen. Weil wir hier eine gerade Zahl haben. So, ist denn jetzt das Problem mit den Check-ins erledigt? Ja. So, wir müssen jetzt auch wahrscheinlich sehr viel Geld mit Parkgebühren machen. Naja, sehr viel. Wobei wir haben jetzt schon um 15 Uhr oder um 16 Uhr mehr als gestern. Achso, Stunde. Ja, 35.000 gestern. Jetzt sind wir auch schon knapp bei 35.000 gleich. Ja, also das lohnt sich halt extrem, ne? Habe ich das euch gezeigt, dass man hier die Gebühren einstellen kann? Ich habe hier beispielsweise Toilettennutzung jetzt erhöht. Und Kurzzeitparken und Langzeitparken auch nochmal. Jetzt habe ich das Problem. So, man kann hier alles einstellen. Also auch Landegebühren, glaube ich, genau, wird dann auch gelb. Parkpositionsgebühr. Das kann ich, ja. Dann hier Treibstoff, 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 also alles. 50 Cent für den Liter. Wir bekommen ihn für... Was haben wir jetzt freigeschaltet? Achso, die Tanks. Wir bekommen ihn ja für, lass mich lügen, 28 Cent. Wo ist total? 80 und 23 und wir verkaufen ihn für 2,50. Können wir mal hier auch runtergehen auf 1,80. Naja, nee. Wobei, scheiß drauf, lass uns bei 2. Ich brauch Geld! Sehr gut, beide erfüllt. So, hier gehen wir auch bald drauf. Allzu viele Sachen haben wir eh nicht mehr, ne? Hier die Maverick-Sattelzüge machen wir. Und wir machen... Betrieb mehrerer Terminals. Stimmt, das muss ich auf jeden Fall auch machen. Große brauche ich noch nicht. Enteisung, komm. Ich will zumindest erstmal alles erforscht haben. So, Money, Money, Money. 100.000. Vertragsverhandlungen. Okay. Doch keiner. Wo sind wir denn eigentlich hier gerade? Mittelgroßen Check-In-Schalter, alles klar. Ja, hier habe ich auch schon vorbereitet. Also hier kommen schon mal die... Genau, ersten Läden hin. Die habe ich jetzt natürlich erstmal nur gesetzt, aber noch nicht ausgestattet. Das mache ich dann später. Hier ist noch ein Personalraum. Da habe ich auch noch gar nichts reingesetzt. Und Toiletten, ich glaube für alle, ne? Ja, also halt männlich-weiblich wieder, logisch. Ansonsten, Geld kommt rein. Was ist denn so der tägliche Umsatz? 51.000, Bombe. Oh, darf man am Flughafen ja nicht sagen. 184, 191, 200.000, geil. Also 200.000 haben wir plus gemacht am heutigen Tag. Also Gewinn, Cashflow ist minus, weil wir sehr viel ausgegeben haben. Ja, Bau wieder 173.000, das ist das andere. Lieferung. Aha. Mitarbeiterschulung.
Okay. Also 199.777 Euro am gestrigen Tage. So, wenn ich bei Maximum... Nee. Hier könnte vielleicht noch eins... Nee. Passt noch nicht. Wer plant denn das? Das ist ja wirklich schwer wild. So, Lufthansa, sehr gut. Ist jetzt auch alles tatsächlich noch Fluggesellschaften. 190, 166, 100. Sehr gut. Freie Flüge haben wir noch, aber wir können keine Flüge verteilen. Doch, hier sind noch locker Flüge frei. Morgen hätten wir auch noch hier einen Spot für gut. Achso, ich kann das nicht machen, ne? Ach, das sind mittlere Flüge. Alles klar, sorry. That's not possible. So, die Dinger füllen sich. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich baue gleich die andere Hälfte mit. So, Catering Service. Sehr schön. Also das Einzige, was hier noch interessant wäre, wäre Enteisung. Aber ihr seht, ich habe hier manchmal das Problem, dass extrem viel Stau entsteht. Ganz problematisch ist es, wenn eine Maschine durchstartet, dann kann es durchaus sein, dass hier sich, also dass der Stau bis hier hinten geht. Das ist am ungünstigsten. Ich finde es trotzdem so besser, weil die kommerziellen Flüge hier eigentlich fast immer frei sind. Also da gibt es keine Verzögerung. Weil andersrum war es so, dass hier überall Stau war, die Plätze nicht frei wurden und dementsprechend auch keine neuen kommerziellen Flüge gelandet sind. So ist das schon deutlich angenehmer. So, jetzt seht ihr, jetzt kommt ja alles auf einmal. Deswegen ist es noch problematischer, dass diese Flüge fast alle gleichzeitig immer gehen. Okay, jetzt geht's mal ein bisschen. Aber ich würde die halt alle staffeln. Ah, ich bin aber auch tatsächlich absolut nicht amused darüber, dass ich das selber machen müsste. So, da ist eine durchgestartet. Okay. Fängt oder lässt sich gerade auffangen. Hier ist auch schon wieder gar nichts los. Ich brauche halt wirklich die zweite Landebahn. Einfach, wo nur gelandet wird und dann eine, wo nur gestartet wird. Ah, wie gesagt, da ist hier das Problem, dass ich das zugebaut habe. Was kostet denn so eine Polizei und Feuerwache? Wo sind die überhaupt? Habe ich sowas eigentlich schon gebaut? Nee, ne? Mein Mittelwasser mit einem rotierenden Antenne für eine bessere Überwachung. Erhöht die maximale Anzahl der Tickets. Echt? Krass, wusste ich gar nicht. Plus 50. Nee. Also, hier auf jeden Fall. Hier haben wir leider... Oh, doch. Hier würde es noch hinpassen. Fände ich aber irgendwo hier oben. Naja, gut. Über die Antenne zu starten, weiß ich nicht, ob das das Beste ist. So, ich mache jetzt erstmal meinen ersten Gedankengang zu Ende. Wo ist denn dieses... Wo sind denn hier die Rettungsdinger? Also Rettungsdienste. Sind die hier? Dienstleistung? Nee. Aber Bushaltestelle? Ach, ist das Sicherheit? Kann das sein? Ja, okay. Das ist das Größere. Ja, wir setzen das jetzt nochmal hier hin. Achso, halt. Achso, wie teuer war das? Oh, das kostet schon wieder richtig Asche. Wir setzen das mal hier hin. So, was ist da los? Ach, der Zaun ist im Weg, wa? Ja. Ja, da muss ich mal ganz kurz freilassen, weil ich würde tatsächlich hier gerne eine Start- und Landebahn. Erstmal provisorisch nur bauen.
Kann ich die Dinger... Wo fahrt denn ihr jetzt hin? Ah, okay. Sehr schön. So, bitte abreißen. Plus erstmal den Zaun hier. So, dann hat sich diese Straße hier nämlich auch erledigt. Die können wir dann nämlich auch abreißen. Oh, ich hoffe, dass das so einfach geht, dass ich diesen Weg hier entfernen kann. Dass trotzdem aber die Landebahn bleibt. Mal gucken. So, da hinten muss dann auch noch Beton hin, aber das machen wir dann im Nachgang. So, erstmal hier jetzt das Wichtige abreißen. So, das können wir schon mal setzen. Na? Und? Zack. So, das geht weg. Sehr gut, das passt sogar. Wir reißen das hier auch nochmal ab. Was ist denn jetzt los? Das können wir auch nochmal ändern dann. So, das bleibt, das bleibt. Oh, wenn die Kuh jetzt kommt. Hör auf. Geh weg, Kuh. 100.000 kostet mich so eine kleine Landebahn, ne? 150, gut, die habe ich aber. So, jetzt ist die Frage. Da wird gelandet. Mal ganz kurz. Da brauche ich auch nur einen Abzweig. Gut, wir bauen erstmal ganz kurz. Kann sein, dass jetzt mal kurzfristig auch kein Flugverkehr möglich ist, weil ich hier Sachen ändern muss. Wobei ich kann doch. Dann muss der Flugbetrieb vielleicht doch nicht stillstehen. Das muss trotzdem weg. Ach halt, da muss sogar richtig viel weg. Nämlich bis hier. So, dann bauen wir schon mal den Zaun auf. Wo endet denn der? Da. Das lassen wir kurz frei. Was ist denn hier irgendwie? Ach, da gehe ich direkt an dem Ding lang. Nee, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Wo ist denn der Zaun? Hier, komm, der kommt auch weg. Da kommt erstmal Beton hin. So, nein! Hau ab, Kuh. So, hier ist erstmal nur Arrival only. Nur Ausfahrt. So. Mal ein bisschen langsamer machen. Dann gehen wir... Wo ist denn hier eine 5? Ja. Jetzt. So, eine 5. Bis da. Oh. Ja gut, das wird ja alles abgerissen gleich. Und zwar, wenn die Landebahn hier steht. Also wenn das hier fertig ist, so rum. So, hier Arrivals only. Was sind das eigentlich? Naja, entsprechende kommerzielle Flüge und ditte und dann passt es. So, da ist ja auch der Abflug, das passt auch. Jetzt muss ich nur das hier kurz noch zu Ende bauen. Ja. Wie gesagt, das werde ich auch gleich anders bauen. Ach, wir können auch eigentlich direkt so machen. Das muss ich mir halt zurechtbauen. Was ist denn hier eigentlich los?
So, die öffnen wir jetzt. Stellt sicher, dass zumindest. Nein! Nein! Ich will keine zwei Ausfahrten! Mann, das ist doch nur Ankunft! Arrival only. Stelle mindestens, dass du mindestens zwei aus. Was? Zwei zu Ausfahrten mit der Start-Landebahn verbunden hast. Was? Warum denn? Es gibt keinen Take-Off-Modus. Departure. Arrival only. Kommst an, fährst runter. Punkt. Mehr gibt es nicht. Ach, die. Nicht ausreichend Ein- und Ausfahrten. Warum denn? Und das hier wird Departure only. Das Gepäck ist nicht. Ja, ach so. Mann, warum geht denn das nicht? Wieso brauche ich denn zwei Ausfahrten? Das ist doch nur eine Landebahn. Alter, macht mich doch nicht schwach. Jetzt ist scheißegal, ich muss eh hier erstmal ganz kurz aufmachen, weil die. Obwohl die Kuh geht oben raus. Och, Mann. What the fuck? Ihr kommt hier an, fahrt hier durch, starten. Ich will den nicht verbessern. Vogelschläge füge an. Ja, keine Ahnung, was das bringt. Papi, Lichter, weiß ich auch nicht. Nur Ausfahrt. Stelle sicher, dass du mindestens zwei zu Ausfahrten mit der Start-Landebahn verbunden hast. So. Jetzt gibt es hier auch keinen Stau mehr. Alter, was ist denn da los? Da kommen einfach vier hintereinander. Ah, nein, hier ist eine Kuh! Mach die Kuh weg! Nein, die Kuh ist drauf! Scheiße. Oh, die Kuh muss da weg. Die kommt hier auch nicht raus. Jetzt läuft die hier lang. So, kann ich das jetzt einfach abreißen? Danach machen wir alles schön. Wo ist denn die Kuh jetzt? Okay, die läuft da lang. Nicht ausreichend Ein- und Ausfahrten. Aber sie funktioniert. Und das ist das Wichtigste. So. Gut, dann zeige ich euch noch kurz, was ich nebenbei baue. Oder nebenher. Wir machen jetzt hier alles voll mit. Was ist denn das? Ach, weil der blöde Zaun da ist. Ja, müssen wir dann später nochmal ändern. Was ist das? Ach Gott. Das ist sowieso nicht freigeschaltet. Oh, das ist ja bitter. Gut, dann machen wir es halt erstmal nur so. So, das werde ich auch nochmal manuell ändern. So, das wird alles angepasst. Halt. So, jetzt müsste auch wieder alles zu sein, ne? Genau, so, dann wird das abgerissen. Plus erstmal das alles. So, jetzt wird es auch hier wieder
Mecker, Mecker, Mecker geben. Aber bei meinem alten Spielstand hatte ich doch das Problem auch nicht, oder? Keine Ahnung. So, dann Landebahn. Also, ich brauche mindestens 5 von hier aus. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wird das geändert in. Sorry, in das. 1, 2, 3, 4, 5. Sprich, das wird abgerissen. Und durch Beton ersetzt. Genauso wie das durch Beton ersetzt wird. Das ist Quatsch. Das ist eigentlich auch Quatsch. So. Ich könnte natürlich auch so machen, ne? Wobei mir das auch nicht gefällt. Weil da fährst du einen riesen Umweg. So, auch zu. Dann können wir hier oben theoretisch. Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Dieses kleine Teilchen setzen. Für 15.000. Sind wir eigentlich am Maximum? Nö, nicht ansatzweise. So soll es aussehen. Gut, das gefällt mir hier nicht, dass ich hier leider keinen Beton setzen kann. Ist egal. Muss ich durch. So, achso, die Feuerwehr und Dingsautos sind wir da. Sehr gut. Ja, dann werde ich hier unten noch ein bisschen Beton setzen und hier Beton und dann ist das Ding auch erstmal gut. Ich mache mir sowieso übelsten Aufriss hier gerade. Wobei ich ja gesagt habe, dass das Ding eigentlich nur provisorisch ist. Und das ist tatsächlich auch eigentlich mein Plan. Also ich will irgendwann natürlich das hier freischalten. Und dann kommt die Startbahn einfach daneben. Oder Landebahn. Ja. Wie man es nimmt. Kommt dann hier oben hin, dass wir hier einfach durchfahren können. Von daher, das können wir ruhig schon behalten. Vielleicht machen wir das irgendwann so. Gut, das hier hinten müssen wir dann halt nochmal abreißen. Also, das kleine bisschen. Das aber alles Zukunftsmusik. So, ich verabschiede mich. Wünsche euch einen schönen Montag, Nachmittag, Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tja. Irgendwann müssen wir mit dem mittleren hier anfangen. Und wir werden nicht umherkommen, einen Kredit dafür wieder aufzunehmen. Was sagt die Wirtschaft? Noch ganz kurz zum Abschluss. Die sagt, 241.000 haben wir bis jetzt schon eingenommen. Geht bergauf. Also eine 250.000 pro Tag, das finde ich okay. Ist aber noch nicht das güldenste vom Ei. Das bringen dann die mittleren und großen Flugzeuge. Also große, gut, kenne ich auch noch nicht. Aber auf jeden Fall die mittleren. Ja, ich denke, wir werden uns morgen hier rum kümmern. Ich muss halt ein neues Terminal bauen. Und dann eine Verbindung hierhin. Ich überleg mir was. Was schön wird. Wa? Ja, irgendwie wird's schon schön. So, tschüss, bis morgen. Haut rein.